Hey Leute, das ist die Schaltung, der Schaltplan von dem Gitarrenverstärker vom letzten Video, den ich gezeigt habe. Sorry, dass es zu spät kommt. Jetzt habe ich hier Eingang Gitarre, da gehe ich diesmal über 100 NF rein. Ich gebe 100 NF rein, okay, ich habe dann das so eine Art Hochpass, dass die Höhen besser durchkommen. Man kann da auch ein 2 μF nehmen, wenn man die Bässe haben will. Dann habe ich hier von Guide einen 1 Mega Ohm Widerstand auf einen 10 Kilo Ohm Widerstand von den 2 SK30A. Und zwar, ich habe einen sehr hochohmigen Eingang, will aber wenig Rausch drin haben. Also möglichst, dass der wenig rauscht. Und daher nehme ich hier ein JFET, weil die normale Transistorstufe wäre zu schlecht. Ich habe jetzt da nichts mehr mit Kondensator gebrückt, weil der soll sehr linear sein. Ich habe hier den 2,2 Kilo Ohm Widerstand, hier einen 2 Kilo Ohm Widerstand und den muss man, da muss man den Potti hier, der mit 1 Mega Ohm aufs Geld geht, so einstellen, dass man hier 1,8 Volt auf den 2,2 Kilo Ohm Widerstand hat, wenn man es mit 5 Volt versorgt. Die Spannungsverzögerung habe ich auch ganz schön gesiebt. Ich gehe mit 5 Volt rein, habe 330 μF, ein Alko, dann 680 Mikrohenry, eine Induktivität, also eine Festinduktivität, und dann hier noch 470 μF auf Masse und 680 μF auf Masse und nochmal 10 μF auf Masse. Weil das bringt dann schon einiges, diese drei Alkos. Man könnte auch noch ein 100 NF Masse machen, wenn man HF-Störungen oder so hier hat. Aber gut, das Erste, was passiert ist, das Musiksignal von der Gitarre wird einfach von hochohmig auf niederohmig transformiert. Es wird im Pegel nicht unbedingt verstärkt, weil ich hier ja auch mit 2,2 Kilo Ohm und hier 2 Kilo Ohm habe und weil ich hier vom Guide rein und von Source rausgehe, die Guide-Source-Spannung lässt sie immer nahezu konstant. Das heißt, ich tue nur so von 1 Mega Ohm Eingangswiderstand runter auf so 2 Kilo Ohm plus 10 K, das wird so 1,6 Kilo Ohm auf 1,6 Kilo Ohm Ausgangswiderstand transformieren. Das ist nur Impedanzanpassung, verstärkt nicht. Dann habe ich hier ein 47 μF Alko. Und gehe auf die zweite Stufe. Das ist ein S9014, der mit 22 Ohm ein bisschen gegengekoppelt ist. Und zwar hier haben wir 1,43 Volt hier am Kollektor. Der hat aber einen ziemlich großen Kollektorwiderstand von 20 Kilo Ohm. Und der wird in einen ziemlich niedrigen Arbeitspunkt betrieben, muss der, weil der direkt den ansteuert. Hier. Emitter 22 Ohm über Basis, und zwar die wird über eine Gegenkopplung auf 470 Kiloohm wird die an die Basis angesteuert. Dadurch stimmt der Arbeitspunkt dann schon, aber der ist ja niedrig. Der muss zu niedrig sein, 1,43 Volt, weil hier geht es in die Basis rein und der Arbeitspunkt, der ist viel höher, der hat da 3,82 Volt. Und hier mit diesem Potti-Emitter, da haben wir 10 Kiloohm Emitterwiderstand, einen 10 Kiloohm Kollektorwiderstand und 2,2 Kiloohm auf Plus. So ein Spannungsteiler, damit wir nicht zu viel Ausgangspegel haben, weil er sonst zu viel Ausgangspegel hat. Und zwar der Transistor wird übersteuert und der da wird auch übersteuert. Der hat zwar eine Gegenkopplung hier auf Emitter und hier auch noch eine kleine Gegenkopplung. Wenn der den Kollektor, also wenn der Plus angesteuert, wenn der Plus kriegt, dann tut der da Minus, zieht der das auf Minus runter. Wenn das auf Minus gezogen wird, dann ist hier wieder mehr Plus da. Also das ist... Der tut die eine Halbwelle verzehren, obwohl 1,43 Volt, der kann er nicht mehr. Der macht ganz zu und macht viel zu weit auf. Und der hier, der macht wenig zu, aber macht viel mehr auf. Also die beiden arbeiten quasi ja, gegensätzlich. Also dann tut der eine Halbwelle verzehren, der die zweite Halbwelle verzehren. Ja. Und wie stark der verzehrt, kann man hier einstellen mit 10 Kilo Ohm, den man mit 22 μF wechselspannungsmäßig in 10 Kilo Ohm Widerstand mehr oder weniger überbrückt. Da kann man die Verzerrung, Verstärkung oder Verzerrung einstellen. Am Ausgang haben wir dann, wir haben hier den Spannungsteiler, 10 Kilo Ohm, 2,2 Kilo Ohm, sonst wird es viel zu stark. Sonst wird der Pegel viel zu stark. Da haben wir übrigens 3,82 Volt, hier haben wir 4,77 Volt und hier 5. Dann gehen wir hier mit einem 22 μF und 68 NF auf dem Lautstärke-Potti, 10 Kilo Ohm auf Masse, und hier haben wir dann den Audio-Output. Da, den könnte man auch größer machen, den Potti, dann würde man weniger Wechselspannung weniger belasten, aber so geht das, und so habe ich die Schaltung, und so ist es auch im letzten Video, wo ich gespielt habe, wo ich gezeigt habe. Das hier ist die Chaos-Schaltung, die ich so aufgebaut habe, wobei, wenn ich hier die Verzerrung aufdrehe und die Verstärkung aufdrehe, dann Achtung, hier, das ist der 100 NF vom Gitarreneingang, hört man ganz laut, also der ist mikrofonisch, dieser
Da ist ja der J-Fed, der 1 Mikroohm-Widerstand, der Porti zum Einstrahlen der 1,8 Volt hier. Und dann der hier. Weniger. Das hier auch weniger alles. Aber auch die Elkos hier nicht. Ups. Dann kommen wir am Ausgang dann und hier an die, hier am Eingang. Aber dieser, die Box hier schaltet auf Masse, auf Minus, wenn nichts eingesteckt ist. Die 104er ist schon mikrofonisch. Vielleicht da einen Folienkondensator dran machen. Weil man merkt deutlich, der ist mikrofonisch. Jo. Da habe ich den einen S9014, da den anderen S9014, dann hier die Elkos, dann den 10 μF von Plus auf Minus, hier den 47 μF, mit dem ich koppeln tue, hier die Kondensatoren für die Stromversorgung, da die Induktivität für die Stromversorgung. Ja, das passt jetzt alles schön dann da rein. Jetzt kann ich da einfach, ups, genau, und der ist mikrofonisch, also der... Der Keramikkondensator ist mikrofonisch. Das muss ich noch ändern, wenn ich da aufdrehe. Ja. Habe ich Rückkopplung. Das ist Lautstärke, das ist Verzerrung. Ja. Die Verzerrung, wenn ich zurückdrehe und nur die Lautstärke aufdrehe. Es ist hier sehr ruhig. Ich habe aber wesentlich weniger Verstärkung. Kann aber so auch noch schön Gitarre spielen, wenn ich hier nur die Lautstärke aufdrehe. Ja. Okay. Dann war es das jetzt da. Das ist nur der Einverstärker, der Line-In-Verstärker. Also die Schaltung kann man direkt an eine Stereoanlage oder an irgendein Line-In-Pegel. Die macht echt Line-In-Pegel, also so Audio-Out, so Line-Pegel-Ausgang. Also so knapp ein halbes Volt bis halbes Volt hoch, halbes Volt runter. Ja, die macht guten Pegel so schon. Man könnte den Spannungsteiler hier noch verändern, wenn man mehr Pegel braucht. Hier haben wir 3,82 Volt. 4,4,7 und 4,7 auf 5 Volt, also 0,3 Volt plus, 0,3 Volt minus, geht auf jeden Fall unverzerrt. Und er soll ja verzehren, und wenn der verzehrt, macht es so schon wesentlich mehr Pegel. Ja, Verzerrung, die zwei Transistoren, beide verzehren eigentlich. Ich habe hier vom Emitter halt 470 Kiloohm nach Basis, da könnte man noch einen Kondensatorpeil schalten, je nachdem. Man kann die Schaltung noch ändern, aber hier das dann nehme ich nur als Impedanzwandler und indem ich hier von Zurs rausgehe, ist die Linearität sogar noch besser. Der 2SK30A. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.